Stellen Senioren ein Sicherheitsrisiko im Straßenverkehr dar? Und hat man, wenn man eine Demenzdiagnose bekommt, keine Erlaubnis mehr zum Führen eines Pkw? Das waren Fragen, die wir vor einigen Wochen auf Kuckuck TV diskutiert haben. Diskutiert haben in diesem Fall Senioren und Demenzbetroffene selbst. Heute wollten wir zwei berufliche Fachleute zu diesem Thema befragen. Wir sprachen mit einem Arzt, der als Gutachter tätig ist, und mit dem Mitarbeiter einer Fahrerlaubnisbehörde. Schauen Sie jetzt. Empfinden Sie denn heute, dass Sie anders fahren? Hat sich was verändert? Gibt es mehr? Ja, natürlich. Früher bin ich zackiger gefahren, so wie die viele junge Leute auch und vielleicht auch mal einen Reifen quietschen lassen. Mhm. Aber das ist jetzt passé. Also jetzt fahre ich vernünftig. Endlich. Ja. Und fühlen Sie sich auch in manchen Sachen, klappen Dinge vielleicht nicht mehr so, fühlen Sie sich unsicherer? Sie fahren? Unsicher. Ja, das kann schon mal sein. Baustelle. Spurwechsel, hier dann so irgendwo Schlangenlinie oder also dann, da muss ich mich dann schon, ja gut, aber da muss man sich eben konzentrieren. Mhm. Da kann ich nicht nebenher mich mit dem Beifahrer unterhalten oder so. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das eine Behinderung ist. Also ich sehe es nicht so. Würden Sie sagen, dass das Altwerden an sich ein Grund dafür ist, an der eigenen Fahrtauglichkeit zu zweifeln? Also wenn Sie es in der Schärfe formulieren, erstmal nein, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass in dem Alter schon viele Eigenschaften schwächer werden oder nachlassen, die man zum Fahren braucht, allen voran die Sehkraft. Das wird ja doch auch in vielen anderen Ländern gefordert, dass man Sehtests vermehrt machen soll, aber dann auch, mit dem ich sehr viel befasst bin, diese kognitiven Dinge, also demenzielle Entwicklung, Alzheimer-Demenz oder auch nach Schlaganfall. Es gibt viele Krankheiten, die im Alter vermehrt aufkommen, jetzt in meinem neurologischen Fachbereich, Parkinson-Krankheit, Schlaganfall. Und da ist schon so, dass die Fahreignung in Frage gestellt werden muss und jeder Betroffene aufgerufen ist, es selbstkritisch zu tun und sich eben an Stellen zu wenden, die sie da beraten und ihnen Hilfestellung geben. Fahren denn Ältere risikoreicher oder verursachen die mehr Unfälle? Nein. Also die Fallgruppe ist vollkommen unauffällig, ja, entgegen der weitläufigen Meinung in der Öffentlichkeit. Das trifft überhaupt nicht so, im Gegenteil. Die älteren Menschen sind im Regelfall über Defizite, die sich im Laufe des Lebens einfach ergeben, aufgrund des Lebensalters. Ja. Merkt jeder von uns schon, dass man das vielleicht nicht mehr so kann wie mit 18. Sehr wohl informiert, das nehmen die auch selber wahr und schränken sich daher auch selber in ihrem Aktionsradius zum Beispiel ein. Also fahren keine Autobahn mehr, fahren nicht mehr nachts, meiden Dämmerungsfahrten, bewegen sich nur noch in einem Gebiet, wo sie sich sehr, sehr gut auskennen. Und da sind sie auch sicher im Verkehr. Da passiert recht wenig. Man muss dann aber auch ganz klar sagen, die auffällig werden, ja, die dann entsprechend auf unserem Schreibtisch landen, das sind eben genau die Fälle, wo dann schon Einschränkungen vorliegen, die aber ein sicheres Führen von einem Kraftfahrzeug in aller Regel nicht mehr gewährleisten. Sie haben vorher noch erwähnt, dass es ja auch Kompensationsmöglichkeiten gibt. Vielleicht können Sie da noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Ja, also das ist das große Thema Belastbarkeit. Ja. Man weiß auch zum Beispiel, dass das Sehen ja weniger wird. Natürlich darf man dann trotzdem fahren. Aber ein großes Problem im Alter ist ja die Nachtblindheit, sage ich jetzt mal, dass das nächtliche Sehen nicht so gut geht. Das fängt ja auch schon relativ früh an, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf. Ja, das geht ja schon mit 50, 60 los. Ja, dass das Dämmerungssehen nicht mehr so gut ist und die dürfen schon fahren. Und die machen das ja intuitiv ganz richtig, dass sie zum Beispiel die abendlichen Fahrten nicht mehr machen. Ja, dann sagt man ihnen, jetzt passen Sie auf, Sie sehen nicht mehr so gut, ich mache die nochmal aufmerksam, dass das ein ganz normaler Vorgang ist. Dann fahren sie abends nicht mehr oder wenn sie rasch ermüden, sollen sie halt öfters Pause machen als die vom ADAC empfohlenen Pausen oder sie sollen halt die ganz langen Strecken mit Zug fahren oder die jungen Leute fahren lassen. Und solche Ratschläge, die sind Allerweltsratschläge, aber wenn man das dem Patienten nochmal so sagt, dann merken sie sich das auch und sagen, gut, nach Hamburg fahre ich nicht mehr, da fahre ich mit Zug oder ich fahre wirklich in kleinen Etappen oder so. Ne? Und ich muss sagen, die allermeisten sind da auch sehr vernünftig und machen das auch intuitiv schon selber so, dass sie nicht mehr nach Südfrankreich fahren oder so. Älterer Mensch ist dann reagiert oder fährt überlegt der überhaupt insgesamt schon. Und
ich denke, dass das eine große Rolle spielt. Jugendlichen, die, ja, jetzt losgelassen, was kostet die Welt, so ungefähr. Ja. Und ein älter werdender Mensch, der ist doch schon bedächtiger. Wäre für Sie denn das Aussprechen einer Demenzdiagnose ein Grund zu sagen, Führerschein AD? Das ist eine schwierige Geschichte, einem Menschen zu sagen, du kannst das und das nicht mehr. Mhm. Und dazu braucht man Zeit und ein bisschen qualifizierte Aussage. Und nicht einfach hinschreiben und hinterher liest du das und denkst, hey, was, da haben wir gar nicht drüber geredet. Ja? Also da kommt es auf Fingerspitzengefühl an und auch auf Differenzierung. Nicht einfach Demenz, zack, weg. Ja. Denn die Demenzen sind so unterschiedlich. Ja? Und die Menschen sind so unterschiedlich. Ja. Da würde ich für eine individuelle Sicht plädieren. Wäre denn auch die Diagnose Demenz, also auch beginnende Demenz, wäre das auch ein Grund, das Fahren ganz sein lassen zu müssen? Also ein Grund, das Fahren ganz sein zu müssen, ist es nicht. Da gibt es Regeln dafür. Es gibt sogenannte Leitlinien. Es gibt keine Gesetze, aber Leitlinien. Und wenn die Diagnose Demenz, beginnende Demenz im Raum steht, ist es ein Grund, über das Fahren nachzudenken. Aber es ist nicht automatisch ein Grund, sofort das Fahren aufzuhören. Aber das heißt auch, Diagnose Alzheimer wäre jetzt kein Totschlagargument für Sie, zu sagen, der darf gleich gar nicht. Nein. Also das heißt immer so ganz konkret, heißt immer, leichte Alzheimer-Demenz mit Minimentaltest-Punktzahl bis 25, 24 darf in der Regel Auto fahren. So heißt es immer, darf in der Regel Auto fahren. Da muss ich genauer hingucken. Okay. Sind ein paar besondere Ausfälle da, die das die Regel außer Kraft setzen, aber in der Regel dürfen die noch Auto fahren. Dann nochmal zum Thema Richtung Demenz, was unsere Diskussionspartner dort natürlich auch und andere, die ich kenne, als sehr schmerzlich empfunden haben, ist so diese Gleichsetzung, sobald beispielsweise so eine Begrifflichkeit oder Diagnose auch im Raum ist, dass quasi pauschal Fahrtüchtigkeit aberkannt wird. Wie sehen Sie das? Nee, überhaupt nicht. Also wir treffen immer ganz individuelle Lösungen für die einzelne Person. Pauschaliert wird zumindest auf unserer Seite überhaupt nicht. Das wollte ich auch damit zum Ausdruck bringen, dass wir uns wirklich in jedem Fall versuchen, die Zeit zu nehmen, mit der Person erstmal ins Gespräch zu kommen und auch zu schauen, was haben wir denn als medizinischer Laie für einen Eindruck von dieser Person? Wie wirkt sie auf uns? Und können wir diese Meldungen, die uns da vorliegen, auch tatsächlich nachvollziehen? Stellt sich in manchem Fall auch so dar, dass einfach die normale Aufregung beim Unfallereignis eben zu solchen Ausfallerscheinungen, Anführungszeichen, geführt hat. Das könnte Ihnen und mir genauso gut passieren. Also pauschalieren, nein. Wir haben gesehen, dass Senioren ein Sicherheitsrisiko sind, ist eher ein Vorurteil als Wissen. Und dass man mit einer Demenzdiagnose in jedem Fall seinen Führerschein los ist, das ist auch ein Mythos. Aber was ist, wenn wirklich Kräfte nachlassen, wenn kognitive Fähigkeiten nicht mehr so zur Verfügung stehen? Was kann man dann tun? Und was tun beispielsweise Ärzte oder auch Mitarbeiter einer Fahrerlaubnisbehörde? Das sehen Sie jetzt. Gut, dann wäre die erste Frage, genau, die wäre ja die, was muss ich tun, damit ich meine Fahrerlaubnis verliere? Da gibt es viele Möglichkeiten. In Bezug auf unser heutiges Gesprächsthema müssten Sie in irgendeiner Art und Weise auffällig werden, entweder als Führer eines Kraftfahrzeuges oder eben, dass Angehörige im normalen alltäglichen Lebensbetrieb Zweifel an der Kraftfahrtauglichkeit der betreffenden Person finden, ja, und entsprechend dann Sorge haben, dass es eventuell zu einem Unfallereignis kommen könnte. Das heißt also, wer meldet dann? Also wenn nicht anonym, wer meldet dann? Wie gesagt, im Regelfall, wenn es nicht die Polizei sein sollte, meldet sich dann ein Angehöriger von der betroffenen Person bei uns mit der Bitte, da mal nachzuschauen. Dass der Betroffene sich selber bei uns meldet, kommt recht selten vor. Ich würde mal sagen, das sind vielleicht 5 bis 6 Fälle im Jahr, wo tatsächlich jemand präventiv tätig werden möchte, um selber nachzufragen, habe ich denn noch diese Kraftfahrtauglichkeit, ja oder nein. Und was machen Sie dann? Ja, dann versuchen wir in allen Fällen zuerst mal mit dem Betroffenen ins Gespräch zu kommen. Wir laden ihn also ein zum persönlichen Gesprächstermin, um uns selber ein Bild A von der Person und natürlich auch von dem mitgeteilten Vorkommnis aus Sicht des Betroffenen machen zu können. In aller Regel hat sich das wirklich bewährt, diese Vorgehensweise, weil wir dann ganz oft mit dem Betroffenen gemeinsam die weitere Vorgehensweise festlegen können und so nicht über den Kopf des Betroffenen hinweg entscheiden müssen. Muss der dann einen Test machen? Wir werden normalerweise bei dem Thema Demenz oder überhaupt Einschränkung der kognitiven Leistungsfähigkeit immer ein ärztliches Gutachten anordnen, um
prüfen zu können, liegt aus neurologischer Sicht tatsächlich objektivierbar ein Sachverhalt vor, der diese Kraftfahrtauglichkeit einschränkt oder gar womöglich komplett verbietet. Von wem werden Sie denn als Gutachter angefordert? Also wenn ich ein richtiges, ich werde in zwei Weisen angefordert. Einerseits, dass ich einfach um Rat gefragt werde von Patienten, die meine Patienten sind. Also eigene Patienten, die sagen, fahren, ich möchte dann genau wissen, ob ich noch fahren kann. Alle Patienten eigentlich, die verantwortungsbewusst sind, die zu mir kommen, die fragen mich. Mhm. Die fragen auch die Hausärzte im Übrigen. Gibt auch immer wieder Hausärzte, die mich anrufen und sagen, so und so ist es mit dem Führerschein, kann ich den Patienten mal durchschicken. Das muss nicht immer gleich das große Gutachten geben. Normal werden Gutachten vom Landratsamt angefordert, wenn irgendwas passiert ist. Ein Unfall, Blechschaden, irgendeine Auffälligkeit im Straßenverkehr, die Polizei eingeschaltet war, der Führerschein eingezogen wurde und dann die ganze große Maschinerie abläuft. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Und wir wollen ja im Vorfeld beraten und das mache ich sehr viel und das machen auch andere Ärzte, aber ich sehe das so, das ist meine besondere Aufgabe auch an. Toll, das ist schon eine sehr interessante Information, auch für die Zuschauer von Kuckuck TV, dass wenn man selber die Frage, wenn einem selber die Frage bewegt, kann ich noch fahren mit meinen kognitiven Einschränkungen und derjenige ist Patient von Ihnen, dann würden Sie da einige Tests wahrscheinlich machen oder was? Genau. Bezahlt es die Krankenkasse? Also wenn es um Demenz geht und sind normal, das sind die normalen üblichen Tests, das zahlt die Krankenkasse. Mhm. Ein Verkehrsgutachten selber nicht. Das muss der Patient oder der Betroffene selber. Da ist er in dem Moment kein Patient. In dem Moment ist er ja Begutachteter oder Betroffener und dann muss er das selber zahlen. Wer sich im Übrigen auch sehr gut auskennt, nur dass man das mal gehört hat, sind ja die Reha-Kliniken. Die sind auch gehalten, Richtung Fahrtauglichkeit, Fahreignung zu beraten. Das machen die auch. Die wissen da auch gut Bescheid, da ist man ja auch in der Regel 2, 3, 4 Wochen, hat einen guten Kontakt zu den Therapeuten, zu den Ärzten, da kann man diese Fragen immer ansprechen. Mhm. Wie ist das, wenn jetzt, das wäre ja jetzt ein Patient, der da offen dafür ist, was zu erfahren über seine Fahrtauglichkeit, wenn Sie das Gefühl haben, jemand spricht es nicht von sich aus an, aber Sie denken, dass es da vielleicht Einschränkungen gäbe, sprechen Sie das dann an? Ja, das spreche ich an. Je älter ich werde, desto mehr. Ja. Ich spreche das an und ich sage ihm und ich gebe ihm Ratschläge, was er machen muss. Es gibt auch Kompensationsmöglichkeiten und was ich ihm rate, wie er sich zu verhalten hat. Mhm. Manchmal sage ich auch, er soll überhaupt nicht mehr fahren oder ich sage ihm, er soll halt Kurzstrecken fahren oder er soll in bekannten Gegenden fahren. Das ist alles Beratung. Das ist keine gutachterliche Stellungnahme. Es ist ja immer so, dass ich ja zu dem Patienten ein Vertrauensverhältnis habe und ich darf ja auch rein gutachterlich nur tätig werden bei Menschen, die nicht meine Patienten sind. Ja, das hat ja auch was mit Abhängigkeit zu tun, Gefälligkeitsgutachten und so weiter, sondern meine Patienten berate ich und anderen Patienten, denen gebe ich ein Gutachten, das sind dann aber Betroffene sozusagen, die sind Patienten anderer Kollegen. Wenn es also eine Möglichkeit gibt, dann wird die Fahrerlaubnis eben unter Auflagen belassen. Das könnte zum Beispiel so aussehen, dass man den Umfang, den Radius dieser Fahrerlaubnis entsprechend eingrenzt, zum Beispiel wirklich auf den Wohnort oder auf nur Fahrten zum Arzt, zum Versorgen, wie auch immer. Oder dass man dann einfach sagt, okay, Sehleistung für die Nacht nicht mehr vorhanden, deswegen aber Nachtfahrverbot. Dadurch hat man aber immer noch die Fahrerlaubnis per se zur Hand, kann sie nutzen und kann so ein Stück weit auch Lebensqualität erhalten. Das heißt, wenn jetzt jemand aufgrund von einem Blechschaden vom Landratsamt zu Ihnen kommt, Gutachten und Sie schreiben dann rein, er kann noch fahren, machen Sie dann auch die Einschränkung, dass er vielleicht nur noch Radius 20 Kilometer fahren darf oder keine Autobahn fahren darf oder bei... Ja, also sagen wir so, darauf lasse ich mich eigentlich im Gutachten wenig ein, muss ich sagen. Da sage ich immer, darf fahren oder nicht fahren. Mhm. Was wir ja auch haben, wir haben ein schönes Instrument, das ist ja die Fahrprobe. Mhm. Ja, wir können ja, und das wird ja, so steht es in den Ausbildungsleitlinien auch für die Gutachter, wenn jemand über 80 Jahre alt ist und er war auffällig im Straßenverkehr, bitte immer eine Fahrprobe anordnen. Mhm. Dann gehen Sie zum TÜV oder zu einer Fahrschule, die da ausgebildet ist und dann muss er 1, 2 Fahrstunden machen, die muss auch wieder selber zahlen und dann fährt er da und der Fahrlehrer sagt dann, wie er sich jetzt ganz konkret im Straßenverkehr verhalten hat. Das ist ja nochmal anders, wie wenn er so meine Tests am Schreibtisch macht. Ne? Das heißt, das können Sie auch in diesem Fahrgutachten? Das kann ich da empfehlen, genau. Und was ich nicht mache, ist ja, ich mache ja keine Reaktionsteste. Das machen ja diese MPU-Stellen wieder, dass man sagt, diese psychologischen Stellen mit dem Computer, wo sie dann so drücken müssen, wenn es dann rot oder grün leuchtet, also die Schnelligkeit, echte, die kann ich auch dann empfehlen, dass man
wenn ich so Zweifel habe, ja, also ich schreibe dann immer so keine alltagsrelevanten Einbußen, aber wenn dann Einbußen da sind, dann muss man das nur ein bisschen weiter eskalieren, sagen, mach mal noch eine Fahrprobe, ich habe gewisse Einbußen gefunden, mach bitte mal noch so einen, Reaktionstest. Wenn ich die Fahrtauglichkeit abklären lassen möchte beim fachärztlichen Gutachter, wo finde ich den oder wie kann ich den finden? Also einerseits können die Fahrerlaubnisbehörde als Ansprechpartner dienen, die wissen im Regelfall, um die Gutachter, die sich in der Nähe befindet. Ansonsten immer gute Recherchemöglichkeit ist die Landesärztekammer. Hier werden auch entsprechende Verzeichnisse geführt oder einfach die Krankenkasse vor Ort. Die kann auch ganz oft Auskunft geben. Also ich denke, die wichtigste Botschaft ist, dass der Betroffene weiß, dass keine Pauschalierung stattfindet. Es findet immer eine individuelle, einzelfallbezogene Entscheidung statt, bei der teilweise auch die persönliche Lebenssituation ein Stück weit Berücksichtigung finden könnte. Ja, da muss man ziemlich vorsichtig sein, aber es ist denkbar. Definitiv, und ich glaube, da kann ich für alle Fahrerlaubnisbehörden sprechen, ist so, dass auch wir auf Seiten der Behörde natürlich wissen, dass man eine Fahrerlaubnis braucht, um die Lebensqualität zu erhalten. Insbesondere in strukturschwachen Gegenden ist eine Fahrerlaubnis unabdingbar, um die persönlichen Dinge des Alltags erledigen zu können. Und das versucht man so weit wie möglich zu erhalten. Klar ist auch, wenn es nicht mehr geht, geht es nicht mehr, ja, aber dann immer auf Grundlage eines objektiven ärztlichen Gutachtens und nicht aufgrund der Einschätzung irgendeines Sachbearbeiters bei irgendeiner Fahrerlaubnisbehörde. Und zuletzt möchte ich sagen, dass im Gespräch, im persönlichen Gespräch, ganz viele Unklarheiten definitiv aus der Welt geräumt werden können, insbesondere auf Urteile. Ja, zum Schluss nochmal ein Tipp. Der TÜV bietet in Deutschland Tests an. Dort kann sich jeder testen lassen, der meint, er müsse einmal schauen, ob alles noch so wirklich gut klappt. Was ganz wichtig ist, diese Tests, die Ergebnisse sind vertraulich. Also, wenn Sie Zweifel haben, melden Sie sich zu so einem Test an. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schauen Sie bitte auch gerne noch einmal in die Diskussion zu diesem Thema von vor einigen Wochen hinein. Für heute war es das erstmal. Schön, dass Sie dabei waren. Schöne Fahrt. Tschüss. Schauen Sie jetzt. Okay, fand ich ganz gut, aber das wird man alles hören. Ach so. Was ist das? Ja. Ich dachte, das sieht so cool aus.